Walla Morghulis and what's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu Conan Exiles. In der heutigen und vielleicht letzten Folge hier in diesem Land bereiten wir uns darauf vor, die Hülle des Henkers zu stürmen und uns die zweitbeste Waffe im Spiel zu holen, weil sie einen der coolsten Effekte hat, die ihr hoffentlich später sehen werdet. Und wir haben uns umgeskillt, das heißt, eventuell werden jetzt die Bosskämpfe leichter, schneller, schöner, wir wissen es nicht. Wir wollen es mal ausprobieren. Aktuelle Skillungen seht ihr auch gleich. Das heißt, wenn ihr das Spiel spielt, werdet ihr heute einiges lernen. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Hallöchen. Ja, dann lass uns die blöde Höhle mal leerräumen. Oh yes. Achso, ja, ich soll ja hier. Ein Fall reicht, oder? Ja. Cool, cool. Also Spinnen, willkommen. Ich wollte ja direkt eigentlich schon gewohnheitsgemäß... Nein, ein Fall reicht nicht. Ja, ist doch egal, nimmst du zwei. Aber ein Schlag reicht auch nicht. Wobei, manchmal schon. Das ist irgendwie seltsam. Genau, ich wollte eigentlich immer durchziehen. Mist. So können wir es natürlich auch machen. Ach genau, falls ihr euch wundert. Ich habe es gerade total vergessen. Ich habe mich ein bisschen umgeskillt. Ja, du taugst jetzt mal was. Ja, genau. Ich kann endlich mit dem Pfeil schießen und es bringt was. Weißt du was, wir machen es jetzt einfach so. Wenn die auf uns zurennen, schießt du und sobald sie uns berühren, sparst du dir die Pfeile, da schlag ich. Okay. Da kommt was. Oder schießt es ab, bevor es kommt. Ach so, das war die andere. Alles gut. Ich krieg doch einen richtig schönen Bonus durch diese Klinge. Haha, die ist toll. Ich habe die Henkel-Klinge nicht. Das macht ja jetzt schon fast richtig viel Spaß. Wären's keine Spinnen. Ach, dieses Zusammenrollen. Ja, vor allen Dingen, dann lässt du dir auch noch so viel Zeit und... Nee, dann muss ich doch einen zweiten Pfeil nehmen. Vor allen Dingen habe ich ja jetzt auch kein Schild. Das Problem ist die Umgebung hier. Es geht schräg runter und das irgendwie packt das Spiel das nicht, das zu berechnen. Nee. Hier liegt aber auch viel Scheiße rum und mit Scheiße meine ich Spinnen. Ja. Aber guck mal, hier kann man mal was trinken. Das ist eigentlich klug zu wissen, dass man mal nicht verdurstet. Das stimmt, da habe ich noch nie dran gedacht, wenn wir in irgendeiner Höhle waren. Ist ja auch nicht in jeder Höhle. Achso, du hast gar keine Spinnen mehr. Nee. Aber guck mal, ich wollte gerade sagen, die Spinnen kämpfen gegen die Skelette. Ja, wenn sie mich nicht entdecken würden. Okay. Ich glaube, ich muss Pfeile wechseln. Nee. Bei den Skeletten lohnt das. Ach nee, ich kann ja wieder den festen Schlag machen hier, den Schuss. Warte. Ich wollte mal was ausprobieren. An dem, der mich schlägt? Von mir aus. Ich merke schon, du machst eine Menge Schaden, wenn ich den nicht nach einem Vierer-Angriff von dir runterkriege. Hey, cool, cool, cool. Oh. Oha, Spiel, was ist los? Überfordert. Du bist jetzt zu gut. Die ganzen Schadensberechnungen gehen nicht mehr. Nein, ich wollte doch mal ausprobieren, ob jetzt die neue Kampfart möglich ist. Verdammt, das war dein Schild. Warte, ich hab ihn. Ja, du hast auch einen Pfeil im Hinterkopf. Ja, ich sehe es, das ist Deko, das trägt man heute so. Das ist die neue Art der Haarspange. Wenn wir zu weit reingehen. Warte mal, vielleicht. Nee, wenn du ihn anschießt, dann kommen, glaube ich, alle. Warte. Ach ja, jetzt. Ach, guck mal, ein Sandsturm. Echt? Ich sehe keinen. Also bei mir fliegen gerade schwarze. Mäuse. Glöckchen. Fuck, 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 fuck. Die kommen! Ab. Ja, jetzt sehe ich es auch. Okay, versuch mal voll durchgezogenen Schuss auf deinen Kopf. Okay, ich wechsle die Pfeile eben. Da, ich höre was spinnen, Vorsicht. Warte! Na, okay. Du hättest ja auch einfach auf die abschießen können. Ich sehe gerade nichts, mein Kopf ist im Weg, ich stehe hier immer noch. Ich finde es etwas sehr dunkel, aber man sieht trotzdem. Etwas. Das ist schon mal gut. Ja. Kann ich überhaupt durchschießen? Glaube nicht. Ups. So.
Auf den Kopf. Voll durchgezogen, okay. Stopp. Oh. Perfekt. Ja, oder auch nicht. Ich hatte gehofft. Ah, nee, also das sah jetzt. Oh. Nicht unbedingt nach viel aus. Nein, davon rede ich nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass der ankommt, aber jetzt kommt doch die ganze Meute. Ja. Ich probiere nochmal, ob ich hier durchschießen kann. Oh. Jo, kann ich. Oh nein! Das ist jetzt blöd. Du bist... noch unsterblich. Oh und nein! So will ich nicht spielen! Lass mich hier durch. What? Leute... weiß nicht. Können Sie mir folgen? Nein. Ah, so. Nee, Essen soll ja anbleiben. So, ich will nicht unsterblich sein. Lappte Scheiße, das war nur fürs Tutorial, also für die Guides. Vielleicht solltest du... kann man einen zweiten Spielstand anlegen? Ja, leider nicht. Das habe ich Jens auch schon vorgeschlagen. Das ist der Community Manager. Oh, das ist hier dezent, ja. Bedrängend. Hey, warum hast du nicht einfach Alt gedrückt? Du bist da rausgerollt. Ja, ich habe es ja versucht. Ich habe ja Alt gedrückt. Weißt du, ich merke, ich spiele zu viel Destiny. Ich wollte gerade Q drücken, damit die Granate fliegt und die alle sterben. Oh, Leute. Was das? Untote sind aber immer noch ein Pain in the Ass. Ja. Arschloch kommt von hinten. Vor allem, wie durchbrechen die jedes Mal meine Schildpanzerung? Großes Arschloch, was ich nicht sehen kann, weil ich in meinem Kopf gucke, ey. Ich lass ihn mal auf. Holy, ich bin schon wieder fast tot. Ich mag das nicht. Natürlich bist du fast tot. Deine Skillung ist darauf ausgelegt, dass du nicht angeschossen wirst. Deine Skillung ist auf Teamplay ausgelegt. Jetzt weißt du mal, wie alleine scheiße ist. Mhm. Sehr scheiße. Ah, diese Bogenschützenwichser hier. Oh, Leute. Wieso lasst ihr mich immer in dem ganzen Getümmel hier spawnen? Bogenschütze? Das habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, wie der Spawn-Algorithmus entscheidet, wo die coolste Idee wäre. Och. Das ist uncool. Ich find's geil, dass der immer noch dir hinterherläuft. Ich nicht. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, super. Jetzt, wo meine Leben quasi auf dem Drittel sind. Komm, Bogenschütze. Keine Ausdauer mehr. So. Jetzt musst du dich um die Bogenschützen kümmern. Jetzt habe ich gerade nicht mehr die Möglichkeit. Ja, bin dran. Die brauchen aber doch ganz schön viele Schüsse. Stell dich mal so, dass der vielleicht selber auch noch auf den drauf schießt. Geht das? Ja, aber der schießt jetzt auf dich. Nee, also mit den Spinnen, das ging. Die Spinnen haben mich angegriffen, sind aber auf den Skelett gerannt und dann hat der Skelett die Spinnen geschlagen. So, also mein Schaden ist auf jeden Fall höher als sonst, glaube ich. Ja, ich spiele mich gerade mit dieser Klinge hier noch ein. Also, so wie es jetzt ist, dass ich einen Schlag von ihm abwarte, dabei Schild hochhalte und dann nochmal schlage, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, auch zusätzlich noch Schaden zu machen. Ja, vor allen Dingen so schnell ist er dann auch nicht, dass er dich wieder erwischen kann. In der Zwischenzeit. Wenn du den Schild runter hast. Der wird quasi nie runtergenommen, der Schild. Oh, Verkrüppelung, da war ja was, stimmt. Auch für Beine, wenn das hier überhaupt möglich ist. Ich glaube, ich brauche doch meine andere Klinge wieder. Aber egal, es war ein Test. Und er war nicht so erfolgreich, wie ich ihn haben wollte. Komm, Verkrüppelung war, glaube ich, in der Hüfte, ne? Nee. Du kannst dir nicht verkrüppeln, aber ich dürfte es schaffen. Ach so, okay, dann kam das von dir. Da, jetzt schießt du erstmal, ich mach mein Leben mal wieder hoch. Nein, ja, war doch von dir. Ich wollte gerade sagen, muss ich immer in die Hüfte treffen. Du kannst doch einfach mal einen normalen Schuss machen, nicht durchgezogen. Halt mal ungefähr auf seinen Körper und mach mal links, 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 links. Ja, ich weiß. Nee, das ist zu wenig. Schade. Da,
Dafür lohnt sich das nicht. Der hat zwar 20.000 Pfeile im Körper, aber... Moment, hast du die falschen Pfeile? Nein, ich hab... Nee, die Röhrenknochen. Eieiei. Ich hatte gehofft, der Effekt wird besser. Ja. Ja, vielleicht ist es so, dass erstens, er hat ja mehr Leben, ist ja klar, ist ein Weltboss. Und zweitens, Fakt ist ja nun mal, dass er nicht nur mehr Leben hat, sondern keine Rüstung, die wir penetrieren mit den Pfeilen. Er ist ganz nackig. Er ist ganz stressig vor allem. Ja, das sowieso. Ja, ich brauche wieder die andere Klinge. Diese hier macht gut Schaden, aber Fakt ist ja nun mal... Oh, shit. Fakt ist nun mal, er hat immer noch nicht die Hälfte der Leben erreicht. Nee. Welch stressiger Faktor! Und mal wieder aus der Ferne. Aha. Aber mich wundert, dass der... Ja, okay, da machst du die ganze Zeit wohl mehr Schaden, ne? Sonst wird der ja irgendwann auch mal ablassen. Jetzt mach ich mal eine Viererrunde. Scheiße auf Eigenschaden. Geht noch mehr Verkrüppelung? Nein. Doch. Doch, drei. Jetzt. Kannst, glaube ich, bis zu 20 stacken. Wenn man Ausdauer hat, kann man das, ja. Ich mach die Verkrüppelung auch. Das von mir. So, jetzt heile ich mich erstmal hoch. Jetzt machst du mal wieder ein bisschen Schaden. Ich hatte so gehofft, dass wir jetzt quasi 20 Mal auf den schießen und er gibt um. Ja. Wo ist der Jäger mit seinem Nahkampf, wenn man ihn braucht? Ich glaube, ich muss gleich echt mal mit dem Strike ausprobieren. Weil Gambit war für den Arsch. Falsches Spiel. Spiel switchen. Ja, vielleicht schaffe ich zwei Angriffe, bevor er mich schlägt. Alter, wie die Hüfte durchlöchert ist. Es ist ein Skelett. Also technisch gesehen ist er überall durchlöchert. Ja, aber wie viele Pfeile der da mittlerweile hat. Eins, so. Zwei. Ah, shit, der erwischt mich. Was? Moment mal. Hä? Das war doch gerade so ein großer Sprung, oder nicht? Wahrscheinlich hattest du ihn kurze Zeit nicht anvisiert. Das heißt nämlich, dann zeigt er dir die Leben als voll an, aber wenn du dann schießt, dann zieht er alles wieder bis auf den Punkt ab, wo du warst. Oh, das ist doch doof. Schieß doch mal auf den Kopf. Der steht doch so schön seitlich. Jetzt kannst du schön über mich schießen. Warte. Jetzt. Ja, Ausdauer. Ja, die Kehle ist ausgedorrt. Gut, dass man mitten im Kampf die Wasserflasche aufmachen kann und trinken kann. Ja, das ist schon sehr von Vorteil. Warte, jetzt. Ja. Zu früh. Bisschen höher. Mitten ins Auge. Ne, die stecken alle in seinem Mund. Der isst Pfeile. Okay. Oh. Diese Ausdauer, Leute. Ah, oh, hoffentlich gibt das guten Loot. Ja, wir nicht. Das muss sich lohnen. Okay, die neue Art zu kämpfen gefällt mir. So kann ich wenigstens auch was machen und stehe nicht nur dumm rum. Verdammt. Ich muss jetzt mit den anderen Pfeilen schießen. Ja, dann ist das so. Jetzt looten wir ihn gleich, dann hast du die 100 Pfeile wieder. Na komm schon. Na gut, dann zieh ich jetzt durch. Na endlich! Und auch noch die Axt des Henkers. Was? Wir haben die Axt. Ja, endlich. Zeig her. Nein, das meinte ich aber nicht mit herzeigen. Immer muss ich hier als Opferlamm hinhalten. Testobjekt. Mhm. Als wenn das nicht reicht, dass man hier schon so eine grüne Beleuchtung immer im Raum rumliegen hat, ist ne? Ist die Kiste wieder hier? Jawohl.
So, schön. Schön war's. Schön war's. Hast du... Ne, hier geht's nicht weiter. Oder geht's hier weiter? Warte mal, wo? Hier geht's nicht weiter. Was, hier rechts raus? Oder was meinst du? Ja. Gut, dann probieren wir die Axt direkt mal aus. Mhm. Leider nicht an den Spinnen, weil... Die. Sterme. Sie macht auf jeden Fall schon mal grundsätzlich mehr Schaden als das Schwert. Das sehe ich nämlich daran, weil die Spinne eben hatte noch so einen halben Zentimeter. Und jetzt macht ein leichter Schlag quasi alles bis auf einen Millimeter weg. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ein schwerer Schlag? Ups, sorry. Egal. Ich habe mit reingeschossen. Umso besser. Tod ist tot. So, jetzt haben wir die Axt. Und die Klinge ist nur noch der Hut. Ach, hier geht's hoch. Wir müssen eh nochmal in die Unnamed City. Und ich habe den Leuten aber was versprochen. Ne? Und die Folge ist ja eh noch nicht lang. Dank YouTube Magic. Und deswegen habe ich den Leuten noch was versprochen. Ich muss denen jetzt mal ein Bild zeigen. Und ich habe gesagt, dass wir jetzt mal entscheiden, was wir machen. Und wir gehen in den Norden. Oh ja, endlich in den Norden. Hi. Nein, ihr wollt mich nicht schlagen. Ups. Nee, manche wollen dich auch erschießen. Ups. So, warum habe ich am Anfang der Runde gesagt, dass wir heute die zweitbeste... Wer ist denn jetzt wer? Die zweitbeste Axt farmen werden. Ich zeige das nämlich jetzt auch gleich mal. Alter. Ist das mal gut? Warum ist das hier die zweitbeste Axt? Augenblick. Oh. Ja, Augenblick. So. Jetzt haben wir Ruhe. Nein. Jetzt kannst du reden. Haben wir nicht. Ach, da steht noch einer hinten in der hintersten Ecke. Jetzt haben wir Ruhe. Okay. So, diese Axt hat nämlich Hinrichtung. Oh ja. Fällt das Leben eines Gegners unter einen gewissen Prozentsatz, macht's bläh, und er ist tot. Ja, einen ausreichend schwer verletzten Gegner augenblicklich. Das ist saucool. Die Klinge hat das auch. Es gibt drei Artikel, die man von dem Henker kriegen kann. Klinge, den Hut und die Axt. Uns fehlt nur noch die... Der Hut. Ja, doch. Ich glaube, ich switche aber wieder auf die Klinge. Auch wenn ich sie erst nicht leiden konnte. Aber ich glaube, ich switche auf die Klinge wieder. Was? Aber Äxte sehen doch so cool aus. Sind aber langsamer. Hm. Siehst du? Wir sind aber Nordfrauen. Wir werden Nordfrauen. Deine Frau ist, glaube ich, Kushita oder so. Oder die anderen mit C, das Namen ich da nicht vergesse. Wir Meine gehen trotzdem ist in Nord. Den Norden. Nun ja. So viel dazu. Mhm. Alles klar. Folgen kurz halten. Also, noch was zu Discord? Genau. Denkt dran, wir, das Rudel, sind auf Discord vertreten und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch zu uns gesellt und ein bisschen mitquatscht, mitschreibt, wo auch immer ihr Spaß drauf habt. Spaß drauf habt? Klingt das irgendwie sehr komisch. Spaß dran habt. Dran habt, genau, das ist es. Spaß dran habt. Und ansonsten, lasst gerne ein Like da, ein Abo, wir würden uns sehr freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das eigentlich so in Conan findet, den Weg, den wir gerade gehen, bis zum bitteren Ende. Wollt ihr das Ende überhaupt sehen oder soll es für immer offen bleiben? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao mit V. Also irgendwann muss ich mir mal angewöhnen, sie einfach rauszuschmeißen. Das ist ja unerträglich, so ein langes Outro. Dabei sind wir doch gar nicht fertig. Ihr wollt ja noch mehr sehen, richtig? Und da ihr noch mehr sehen wollt, habe ich eine gute Empfehlung, okay? Ich blende euch jetzt gleich mal oben links was ein, was euch vielleicht interessieren könnte. Und bis dahin sage ich, Valedo Heris. Euer Wolf.